Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dungeon Hunter 4. Ja, wir waren in der letzten Folge, meine ich, in diesem Dungeon hier und haben den Boss nicht hingekriegt. Aber ich meine, ich drücke erstmal auf Fortsetzen, dann schauen wir mal gerade, was wir da tun können. So. Genau, das Archiv war das. Ja, okay. Das wissen wir alles schon. Wie sieht denn mein Inventar? Ja, Level Up haben wir auch bald wieder. Wie sieht denn das in meinem Inventar aus? Muss ich gerade mal noch schnell nachschauen. Ja, 4 Gegenstände können wir noch mitnehmen. Das ist ja nicht allzu viel. Aber gut. Können wir was weglegen? Wir können den hier weglegen. Jemand verkaufen. Jawohl. So, und was haben wir noch? Ja, wir können hier noch Sachen verbinden, aber wir haben überhaupt gar kein Gold mehr. Also bringt das auch nicht sehr viel, dass wir jetzt irgendwie, ja, hier könnt, die könnten wir noch entfernen. Die haben wir ausgerüstet. Die auch. Dann Amulett einfügen erstmal. Was haben wir denn hier für welche? Ich hätte gerne irgendwas mit Energie. Waffenbonus. Ja. Was macht das? Basisschaden. Wir nehmen dies hier, weil ich brauche einfach Energie für mehr Spezialangriffe. Und wir werden auch gleich gucken, da können wir auch noch so einen drauf packen. Und zwar genau auch genau den hier. Was machen die hier eigentlich nochmal? Gesundheit, okay. Nein, wir nehmen den. Gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Aber alles voll mit diesen blöden Amuletten, ne? Naja, müssen wir mal gucken. Ja, alles klar. So. Dann auf wie auf ein fröhliches Gemetzel. Zack. Klatsch, Level up, geht doch. Level 10. Ich glaube, wir können jetzt sogar eine neue Fertigkeit ausrüsten. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine schon. Ha, das ist doch mal schon mal was. Klatsch. Aber erst mache ich die hier erstmal noch platt. Aua! Blöder Wichser. Die ist ja schon wieder kaum noch Mana. Und das war's. Jetzt haben wir so kalt gemacht. So. Ja, dann gucken wir gleich mal rein. Jetzt wird es garantiert gleich wieder, wenn wir hier auf okay angeben. Aber ich kann hier wahrscheinlich direkt, wenn ich auf okay gehe, komme ich in diese blöde Werbung und ich probiere mal jetzt hier drauf. Oh Gott sei Dank, ich komme direkt ins Fertigkeitsmenü und nicht erst wieder auf diese Kack-Werbung, ey. Wer will das denn schon sehen? So. Was haben wir denn hier?
Was möchte ich denn? Was möchte ich denn? Ich möchte erstmal hier hin. So. Jetzt können wir das auf jeden Fall schon mal dahin ziehen. Was macht das denn überhaupt? Beschwert einen schimmernden. Eine schimmernde Rüstung, die Schäden um 50% reduziert. Also wenn wir mal am Arsch sind und dann das hier nehmen, dann hilft uns das. Okay, wir haben noch 3 Fertigkeitspunkte. Ja gut, dann gucken wir mal, was können wir noch machen. Haben wir eventuell hier noch. Oh ne, das wollte ich jetzt nicht. Aber hier kann ich drauf. Ne, da auch nicht. Kann ich das nicht tauschen oder so? Wie geht das denn jetzt? Passive Befehl. Da kann ich auch nicht drauf drücken. Okay, lassen wir das erstmal. Wenn ich jetzt hier. Komme ich da auch wieder hin zurück, ne? Ist ja komisch. Kann ich irgendwas. Kann nichts machen hier. Das ist doch doof. Hier kann ich auch jetzt wieder, ich kann aber nichts Neues auswählen. Ich bin sprachlos. Weiß ja gar nicht. Egal, wir machen erstmal weitermachen, um weiterzukommen und diesen blöden Penner, der uns in der letzten Folge so in den Arsch getreten hat, selber fertig zu machen. Vielleicht bringen wir uns die neue Fertigkeit da ja was. Ach ja, was ich jetzt gerne ausprobieren würde, hier liegt die, dann okay. So much knowledge, and yet what good has it done us? Weiter zum nächsten Bereich. Ja, können wir denn hier irgendwas machen noch? Gibt's hier irgendwas Schönes? Vielleicht eine Truhe. Nein, es kommen auf jeden Fall Feinde. So. Immer drauf. Der ist da festgebackt, so wie es aussieht. Ja, der ist ja voll. Aber vielleicht ist er auch einfach nur tot oder. Keine Ahnung. Ja, er ist jetzt weg. Aua! Blöder Arsch! Nimm das und dies und jenes. Jetzt probiere ich die neue Fertigkeit mal aus. Macht uns das langsamer? Ich habe das Gefühl, das macht uns langsamer. Ist sie noch aktiv? Ah, noch ist sie aktiv. Komm schon, verreck. So, was ich aber ganz schnell gucken will, ist natürlich mal wieder ins Inventar und ich sehe, ah, okay, 2 Gegenstände haben wir aufgenommen. Und das ist anscheinend einmal der hier. Alles nur Amulette, Leute, was soll ich mit den ganzen Amuletten? Soll ich sie wegschmeißen? Soll ich sie behalten? Soll ich sie verkaufen? Was soll ich damit machen? Ich brauche doch nie im Leben so viele erstmal. Und ich habe auf jeden Fall nicht genug Platz. Ich muss erstmal gucken, ob es irgendwo noch eine Truhe gibt. Ach, warte mal, habe ich jetzt überhaupt richtig geguckt? Bevor ich hier was Falsches mache? Nein. Es ist schlechter. Und, nein, da wollen wir hin. 400. Mann, ey. Seelenamulett. Das bräuchte ich hier. Seelenamulett. Dann baut sich meine Energie schneller auf. Ich nehme es jetzt, mache es einfach mal. Ich weiß, dass ich jetzt wieder kaum Geld habe. Aber gut. Was soll's. So, kann man hier irgendwas gucken? Wahrscheinlich nicht. So. Weiter geht's. Ich bin mal gespannt, ob wir den jetzt hinkriegen. Ich glaube, der müsste sogar hier jetzt schon auftauchen. Wenn wir die hier besiegt haben.
jeden Fall Energie aufbewahren für den Endgegner gleich. Ach. So nehme ich auch noch einen Heiltrank, wenn es sein muss. Obwohl, das dauert natürlich gleich wieder 2 Stunden, bis der wieder verflogen ist, bis man einen neuen benutzen kann. Los, verreck, 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 verreck. Gut. Immer draufhauen. Da kommt er schon? Nee, ich glaube nicht. Weil letztes Mal ist er da aus dem Boden gekommen, wo auf der Karte jetzt der goldene Punkt ist oder der gelbe. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, dass er golden ist. Bam! Und jetzt noch einmal das und du auch weg. Na, haben wir es geschafft? Ich bin schon wieder voll. Das wird wieder hart, aber ich versuch's hinzukriegen, irgendwie. Immer drauf. Jetzt benutze ich mal den Schild. Er zieht uns aber trotzdem noch ordentlich ab. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin irgendwie. Komm schon. Ah. Ah, zur Not muss ich einen Heiltrank nehmen. Aber es bringt auf jeden Fall was, meine Gesundheit regeneriert sich ein bisschen sogar teilweise. Bis er wieder draufhaut, wie so ein Berserker. Komm schon, das muss doch zu schaffen sein. Jetzt nehme ich einen Heiltrank. Scheißegal. Jetzt mache ich dich lang. Komm, verreck, verreck, du blödes Scheiß-Riesen-Mistviech. So, geht doch. Du Dämon, oder? Ja, Dämon bestimmt. Geht doch. Jetzt müssen wir zwar wieder 2 Stunden warten, bis wir einen Heiltrank benutzen dürfen, aber ich hoffe, damit kommen wir jetzt klar. So, gibt's hier noch irgendwas? Hat er nicht noch irgendwas fallen lassen, oder? Eine Truhe gibt's natürlich noch. Und das Portal. Und mein Inventar ist voll. Das ist nichts Gutes. Wenn mein Inventar voll ist, ist das immer schlecht. Ich glaube, die hier haben wir gekriegt. Ja, die haben halt Basisschaden, aber ich würde die Amulette auch gern haben. Aber was soll ich mit so vielen Amuletten machen? Ich muss jetzt mal in den Sauber machen, ich brauche sowieso Geld. Ich verticke das. So viel Geld bringt's auch nicht, also kann es auch nicht jetzt so der Burner sein. Gut, dann würde ich sagen, ah, ich brauche Platz. Ich brauche Platz. Kann ich die zusammenfügen? Das wird wahrscheinlich wieder, na, es geht noch. Und das mache ich mit denen auch gleich. Auch kommt schon und so und weiter geht's. Ach ja, ich kann wieder nur einen Gegenstand aufnehmen. Das ist natürlich, naja. Habe ich das jetzt aufgenommen? Ja, und jetzt bin ich wahrscheinlich wieder voll. Natürlich. Was war das? Der hier? Ah. Weg damit. Oh, ich sehe gerade, ich habe 2 Rüstungen hier. Ist mir gar nicht aufgefallen. Schlechter. Auch schlechter. Beide weg. 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 Also wenn man im weiteren Spielverlauf immer noch so viele Amulette kriegt, ne? Wie hier gerade. Dann ist das, naja. Dann brauchen wir da gar nicht so viele von einsammeln. Hoffe ich zumindest. So, hier muss es doch noch eine Truhe geben. So. Ja, machen wir die mal auf und gucken, was uns das beschert. Schon wieder eine Rüstung. Ich hoffe, diesmal eine bessere. Oh ja, die sieht auf jeden Fall besser aus. Hoffe ich.
Nee, sieht nicht besser aus. So, sieht fast aus wie so eine leichte Rüstung. Okay. Die sieht auf jeden Fall besser aus. Die behalten wir auch an. Und die verticken wir mal wieder. Das sind wir nebenbei. 40 Gold ist doch nix. 40 Gold. So. Ja. Zurück, zurück, zurück. So. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir haben den Boss gekillt. In der nächsten Runde, in der nächsten Folge, weiß ich jetzt noch gar nicht, müssen wir berichten, dem Vater anscheinend. Genau, das war der Vater, meine ich. So, und das werden wir auch tun. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.